Heute geht es um den Hewitt M6 Outdoor-Lautsprecher. Der wird geliefert in dieser schönen Verpackung. So sieht das Ganze dann aus. Da ist eine Schublade, die man rausziehen kann. Das ist der Lautsprecher. Emblem Hewitt. Alles aus Silikon, in dem Fall schwarz. Auch die Tasten schön abgedeckt. Eine Mode-Taste zum Schalten zwischen SD-Karte und Bluetooth. Ein- und Ausschalter. Ich schalte mal ein. Lanya-Yikai-Chi. Bluetooth Mode has been on. Lautstärke Plus, Lautstärke Minus. Wenn ich jeweils doppelt klicke, geht ein Lied vor oder zurück. Klicke ich lang drauf. Waiting for pairing. So meldet er sich. Betätige ich eine Taste länger, dann wird die Lautstärke hoch oder runter gefahren. Und bei Einzelklick leiser oder lauter. Das signalisiert, dass er am Ende der Lautstärke-Skala ist. Hier leiser. Und hier ist noch die Taste für Play-Pause und Rufername. Ja, hier mit einem Karabinerhaken. Das ist auch hier fest. Da geht nichts ab. Kann man also schön irgendwo dranhängen. Ja, hier sieht man noch, ist so eine Art Ständer ausgearbeitet, aber alleine darauf steht er nicht. Hier muss ich quasi immer nach vorne und nach hinten rollen. Rolle ich die nach vorne, dann habe ich die Charakteristik ein bisschen anders, weil nämlich dann der Bass sozusagen nach oben gerichtet ist und die Lautsprecher selber ein bisschen nach vorne spielen. Ich kann ihn aber auch nach hinten rollen, dann spielen die Hauptlautsprecher sozusagen senkrecht nach oben und der Bass quasi unten auf dem Boden. Ja, da kann man so ein bisschen variieren, was einem halt besser gefällt. Hier ist noch eine, am anderen Ende ist noch eine Silikonabdeckung für den Micro-SD-Karten-Slot, die Micro-USB-Buchse und nochmal den 3,5 mm Klinke-Eingang. Hier kann ich nämlich über Bluetooth zuspielen, über Micro-SD-Karte oder eben standardmäßig über die 3,5 mm Klinke-Versorgung. Ja, ich werde mal hier etwas Musik anmachen. Also das ganze Ding ist robust. Das Gitter ist hier so aus Metall. Hier verwindet sich auch nichts. Also es ist erstmal sehr schön. So, mal schauen, dass ich den hier direkt mal in Betrieb kriege. So, der meldet sich als HVM6. Der wird jetzt verbunden. Das meldet er, wenn er verbunden ist. So, wie immer meine GEMA-freien Lieder. Ich leg mal los hier. Kostenlose GEMA-freie Musik auf www.frametracks.de. So schlecht ist der Klang jetzt nicht. Hört man das, wie sich das etwas ändert mit dem Klang. Ja, der Lautsprecher kostet bei Amazon zurzeit 30 Euro, hat 2x3 Watt als Angabe des Herstellers für die Leistungsabgabe. Das kommt auch in ungefähr hin. Ich habe den schon am Fahrrad genutzt, der passt nämlich gut in so eine Fahrradflasche, in so eine Halterung rein. Voll aufgedreht, kann man da gut mit Fahrrad fahren. Und die Umwelt ist jetzt da nicht so beeinträchtigt durch, da man sich ja selber fortbewegt. Also eine ganz coole Sache. Gefällt mir zurzeit ganz gut, gerade bei den Temperaturen ein bisschen beschwingte Musik dabei zu haben. Ja, alles in allem kann ich sagen, für das Geld ein super Lautsprecher.
hat auch einen ganz guten Klang. Mehr kann ich in dieser Klasse einfach nicht erwarten und ja, also von mir durchaus eine Empfehlung. Schönes Gerät von Havit, sollte man sich merken. Als Outdoor-Gerät durchaus brauchbar. Gibt es übrigens auch viel coolere Farben noch. Ich glaube in Gelb noch. Das hätte ich vielleicht in Gelb nehmen sollen, aber Schwarz ist so ein bisschen Standard immer. Ja, aber für so ein Wetter mit Gelb macht man sich auch nichts verkehrt. So viel zu dem Havit HVM6. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und viel Spaß.